Mount E steht für nachhaltiges öffentliches Bauen. Das Projekt unterstützt Gemeinden aus 3 europäischen Berggebieten, aus Skandinavien, den Alpen und den Pyrenäen. Der Fokus liegt dabei auf öffentlichen Gebäuden sowie dem sozialen Wohnbau. Es gibt 6 Pilotregionen. Ziel ist es, deren Bau- und Sanierungspraxis hin zu mehr Energieeffizienz und Nachhaltigkeit zu führen. Mount E verfolgt einen partizipativen Ansatz. Wir benutzen das Internet und ein Korrespondentennetz, das filmt und fotografiert. Die Vorarlberger Gemeinde Lorünz ist mit nicht ganz 300 Einwohnern die kleinste des Tales Montafon. Dennoch entstand hier ein prämiertes Gemeindeamt. Hallo, mein Name ist Sabrina Stimpfel und ich befinde mich heute vor dem Lorünzer Gemeindeamt. Das Besondere an dem Gebäude ist eigentlich, dass wir Holz aus der Region wirklich verwendet haben, dass wir auf die Ökologie sehr großen Wert gelegt haben. Das Gebäude hat den Klimaaktivpreis bekommen in Gold. Der Grund für diesen Preis war eben, dass alle Materialien, die hier drinnen auch bis zur Fassade verwendet werden, lösungsmittelfrei sein müssen. Die Arbeitsbedingungen sind wirklich optimal, man merkt es am Raumklima. Das Gebäude hat 2 Wochen nach Fertigstellung nahezu Außenluftqualität im Innenbereich erreicht. Beim Bau von Gebäuden muss in Generationen gedacht werden. In der schwedischen Provinz Dalarna war die Gemeinde Falun bei dem Bau eines neuen Bürogebäudes auf Langfristigkeit bedacht. Materialien und die technische Gebäudeausrüstung wurden nach der sogenannten Lebenszyklus-Kostenanalyse, kurz LCC, ausgewählt. Korrespondentin Malin Sedeborn besucht das Bürogebäude Egnelska Huset, das anhand dieser Methode geplant wurde. Ich will wissen mehr um das hier und warum es so speziell ist. Malin trifft sich mit der technischen Expertin Minna Glemme-Lundwall, die auf die Vorteile der LCC-Methode verweist. Ja, fördelen är ju den att om man inte gör en sån analys är det lätt att man väljer det billigaste vid inköpsögonblicket för att det är billigast just där och då. Och så ser man inte och tar inte hänsyn till att sen kan vara mycket högre driftskostnader på det så att man som fastighetsägare totalt sett får en högre kostnad om man inte gör en sån här analys innan. Man undviker det då. Olle Wicking erklärt, wie sich die LCC-Methode bei diesem Gebäude auswirkt. I det här huset då så har vi ju från första början använt LCC då. För att säkra alla åtgärder långsiktigt. Här har vi tänkt både utifrån hur vi ska drifta huset och framförallt hur hyresgästerna sitter i huset. I och med att det är på flera våningsplan. Så det styrs idag att man har möjlighet att 1 aggregat per våningsplan. För att beroende på hur länge man jobbar på dagarna och så vidare. Vi har också en hyresgäst som jobbar mycket kvällstid. Vilket innebär att vi kör bara deras egna delar. Die LCC-Methode ist komplex, aber effizient. Det som gör att man kanske inte gör det är att det är en lite komplexare analys. Det är lättare att se 2 saker och säga att den här kostar 30 000 och den här kostar 40 000. Alltså tar den för 30. Det är inte, även om det är mer komplext än att bara titta på priset och köpa, så är det ju inte, det är inte rocket science så att säga. Det är ju matematik, det är ju plus och gånger och minus. Men man behöver ta reda på lite mer innan om kostnaderna på sikt med det ena eller andra valet. I och med att vi också är en flergångsbyggare och har väldigt stort eget fastighetsbestånd och så ser vi det som naturligt att välja rätt material och verkligen tänka igenom vad vi satsar våra pengar på. Saint-Pierre d'Alvar befindet sich in Grésivaudan, einem Tal in den französischen Alpen. Die 2800 Einwohnergemeinde legt äußersten Wert auf eine nachhaltige Energiepolitik. Im Jahre 2010 wurde mit dem Beginn der Errichtung einer Kindertagesstätte ein Exempel für Energieeffizienz und Umweltbewusstsein gesetzt. On voulait qu'il soit en bois parce que Saint-Pierre d'Albar est une commune forestière, 70% de la surface donc est couverte de forêt.
On voulait aussi mettre en exergue donc nos entreprises locales qui travaillent dans le bois. On a utilisé des matériaux d'isolation, donc des éco-matériaux, donc essentiellement de la laine de bois. Das Gebäude vereint eine Kinderkrippe, eine Tagesmutterstelle sowie eine Freizeittagesstätte. La partie arrière qui est composée donc de la structure béton où se situent tous les locaux techniques est recouverte d'une toiture végétalisée donc qui permet aussi d'apporter une certaine inertie thermique, d'apporter une certaine esthétique aussi vis-à-vis des bâtiments voisins et puis de faire aussi une certaine rétention d'eau. Die gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Bauunternehmen ist besonders wichtig für ein erfolgreiches Projekt. La construction de ce bâtiment s'est déroulée de façon exemplaire. Nous avons été surpris, agréablement surpris, parce que le chantier était prévu pour durer 11 mois, 12 mois, et c'est ce qui a été fait. D'une part, on a une maîtrise d'ouvrage qui est très engagée et qui était, au moment du chantier, très présente. Les élus étaient présents et les services techniques étaient présents à toutes les réunions de chantier. Ah oui. Je pense que c'est très très important vis-à-vis des entreprises qui elles-mêmes ont été très impliquée dès le départ, mais déjà d'elle-même. Ça fonctionne très bien. Der Regionalpark der katalanischen Pyrenäen liegt in Südfrankreich an der Grenze zu Spanien und Andorra. Der Park umfasst 64 Gemeinden. Das regionale Klima verleiht dem Gebiet ein sehr großes Potenzial im Bereich erneuerbarer Energien. So wird Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie und Holzenergie genutzt. Bereits seit den 70er Jahren wird im Bereich Solarenergie geforscht. So wurde beispielsweise der Solarofen in Odeio 1970 installiert und in Betrieb genommen. Die kleine abgelegene Gemeinde Monté möchte ebenfalls einen Beitrag leisten. Der Wunsch nach einem eigenen Gemeindezentrum ist groß. Es soll ein Stadel zu einem energieeffizienten und nachhaltigen Gemeindehaus umgebaut werden. Nous sommes arrivés en 1980, un village en ruine. Et c'est la dernière commune de France qui a eu l'électricité en 1983. Et petit à petit, d'autres familles se sont installées. Aujourd'hui, nous sommes 28. Donc aujourd'hui, ce projet de maison commune, c'est de créer un lien social. Die Gemeinde möchte beim Umbau die traditionelle Architektur bewahren. Nous souhaitons la restaurer avec les matériaux locaux qui sont la pierre, la yose, et donc et apporter bien sûr tous les éléments de développement durable qui sont liés à cette opération. Sagrado ist eine Gemeinde mit 2200 Einwohnern und befindet sich in der norditalienischen Region Friaul-Julisch-Venetien. Ein Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen ist der neue Kindergarten, der in weniger als einem Jahr aus Holz errichtet wurde. Buongiorno, sono Oliviero Pagnacco e faccio parte dell'area tecnica di Ares. Oggi siamo qui a Sagrado, una cittadina della provincia di Gorizia, per visitare e illustrarvi la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia. Der Bau des Kindergartens mit diesem spezifischen Design und der hohen Energieeffizienz brachte für die Gemeinde auch Herausforderungen mit sich. La difficoltà iniziale è quella culturale, penso, quindi quella di condividere con la cittadinanza, con gli operatori della scuola, una scelta che è all'avanguardia. E quindi devo sottolineare l'importanza che geometri comunali condividano la scelta, perché non è poi facile portare avanti una progettazione di questo tipo se la scelta ambientale e quella del risparmio energetico sono elementi culturali importanti che vanno quindi sviluppati e che sono condivisi dalla cittadinanza. Der Kindergarten verfügt über eine Photovoltaikanlage und Solarpaneele. Damit wird die Küche mit Warmwasser versorgt. Das gesamte Gebäude besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Die meisten Bausubstanzen und Möbel sind aus Holz. Die tragenden Strukturen sind ebenso Holzkonstruktionen. Es entstand ein Kindergarten der Klasse A des italienischen Klimahausstandards.
Kiruna ist die nördlichste Stadt Schwedens und mit 26.000 Quadratkilometern Stadtgebiet die größte Stadt der Welt. Rund 20.000 Menschen leben hier. Kiruna entstand einst als Siedlung für den Eisenerzbergbau. Nun muss das Stadtzentrum umziehen, da die von einem gigantischen Erzbergwerk unterminierte Stadt zu versinken droht und das Bergwerk weiter wachsen soll. So wurde beschlossen, das alte Kiruna Richtung Osten in die Gegend von Tuoluvaara umzusiedeln. Das eröffnet die Möglichkeit, die Stadt energieeffizient und nachhaltig wieder aufzubauen. Als Pilotprojekt der Stadtumwandlung wurde bereits im Herbst 2012 der Bau der Schule Niarakitskolan vollendet. Anfang 2013 traf sich im Rahmen eines Mount E-Seminars eine Gruppe von Experten und diskutierte über nachhaltiges Bauen. Örjan Matti, Projektmanager des Gemeindewandels in Kiruna, schätzte den Erfahrungsaustausch sehr. Ich denke, es war gut. Es ist immer interessant, zu hören, andere berätten über ihre Erfahrungen. Es ist interessant, treffa folk från andra länder och liksom berätta hur det är. Så det är alltid roligt att få berätta om Kiruna. Ja, och tycker du kan ta med dig någonting för att lösa Kirunas framtida problem? Jo då, väldigt mycket från det här och framförallt tror jag man kan ta med sig just det att man har de här goda exemplen och tillvägagångssättet, hur man liksom, ja, hela processen man driver. Nachhaltiges Bauen schützt nicht nur die Umwelt, es fördert das Wohlbefinden und hilft langfristig, Kosten zu sparen. Vielen fehlt es an der nötigen Erfahrung, dem Know-how, wie auch an finanziellen Mitteln. Hier hilft die Unterstützung und Vernetzung von Fachleuten, die Mount E ermöglicht. Erst in diesem Austausch kommt man dazu zu entdecken, der eine ist Vorreiter für dies und der andere ist Vorreiter für das. Und in dem Austausch kann man sich wunderbar Dinge ersparen, Wege einfacher nehmen. Durch die Erfahrung, die wir haben, können wir den anderen helfen, einen Weg zu finden, wie sie etwas, was ähnlich funktioniert, aber vielleicht ganz anders ausschaut, entwickeln können.